Moin Leute, Dienstag, 23. Januar, kein Schnee mehr, kein Frost mehr, es taut jetzt alles auf, ich habe hier nochmal bei mir in meiner Drainage hier nochmal ein bisschen gebuddelt, wie man sieht, es läuft, der Graben müsste einfach ein bisschen tiefer auf hier, dass das hier zügiger ablaufen kann, weil ich habe hier mit dem Bagger ein bisschen tiefer gemacht jetzt hier vorne und da kommt das raus. Es drückt auch, man sieht, ich bin gerade drin rumgelaufen, der dreckige Schlamm zieht sich langsam den Graben runter hier. Ja, das läuft auf jeden Fall wieder, aber was man natürlich auch wieder sieht, ist das Wasser. Ne? Und wenn wir jetzt hier mal rüberlaufen, wir kamen ja, ich kann ja mal hier außen, hier war es immer härter, wegen der Kreiselecke, weil wir hier außen ja einmal schon mit der Kreiselecke, da mit dem Kreisel drüber drumherum waren. So, wenn ich jetzt hier reinpieke, die kommen so 5 cm rein und dann ist vielleicht noch so, na ich weiß nicht, 1 cm vielleicht, zack, und dann sind wir durch. Also der Frost ist auf jeden Fall noch im Boden drin, gar keine Frage, aber echt nur noch 1 cm und ich denke, hier bei der Zwischenfrucht dürfte das jetzt alles gar kein Problem sein, zack, rein und es macht plopp beim Rausziehen, also wird genug Wasser drin sein. Ja, so sieht das aus. Wir sind ja im letzten Vlog hier, waren wir glaube ich, sind wir hier ja mal drüber gelaufen. Da konnte man ja super laufen. Wenn man jetzt guckt, wo hier überall das Wasser steht. Ne? Hier, es trägt zwar alles schön hier, trägt mich aber auch nicht weiter. Ne? Und wir können ja mal gucken hier vorne, wo wir gegrubbert hatten. Da war es ja auch noch ziemlich fest durch den Frost. Aber ich denke, das wird jetzt hier keine Probleme geben, wenn wir jetzt hier grubbern wollten. Piek mal hier rein, zack, durch. Also das ist ja kein Problem. Wie gesagt, es hat heute wieder genieselt, wieder ein bisschen geregnet. Alles scheiße. Wenn wir jetzt hier außen an der Kante gucken vom Acker wieder, steht wieder so ein riesen, so eine riesen Lache hier. Man hört es auch schon beim Laufen. Ja. Ist alles scheiße. Gehen wir mal hier übers Glas. Okay, steht auch das Wasser, aber ist nicht so schlimm. Ja, das ist so wieder der Stand. Also es müsste jetzt tatsächlich warm bleiben und keine Ahnung, 3 Wochen mal trocken, damit das Wasser hier wegziehen kann. Weil wie gesagt, ich wollte ja bei... oh, hier sind noch Mäuse. Leute. Ich wollte ja bei Frost... Damals, wo wir diese, keine Ahnung, 10 Grad minus hatten, wo ich hier gemulcht hatte, wollte ich ja hier unten auch mulchen. Und das ging ja nicht. So, weil ich abgesoffen bin. Jetzt hatten wir ja nun letztes Mal wieder 7, 8 Grad minus. Und bin ich wieder hier drauf gefahren und wieder abgesoffen. Der Boden ist so voll mit Wasser. Ich weiß nicht, dass das nicht friert oder keine Ahnung. Ich kann mir das nicht erklären. Also, man fährt drauf, zack, bupp, ist weg. Also null Tragfähigkeit. Eine absolute Scheiße. Aber gut, es ist jetzt aufgetaut. Oder fast aufgetaut. Ich denke mal noch 2 Tage und dann wird kein Frost mehr im Boden großartig drin sein. Und ja, im Endeffekt, wir warten drauf, dass es nochmal friert. Das wäre das Nonplusultra, sage ich jetzt einfach mal. Wenn das passiert. Eine andere Sache noch, die habe ich ganz vergessen. Bei mir haben sie letzte Woche die Rüben abgeholt und ich blende euch das jetzt hier einfach mal ein. Ich muss aber selber erstmal drauf gucken. Ihr wollt ja da auch am Ball bleiben und wissen, was Phase ist. Und zwar Kampagnenergebnis. Ja, ich blende euch mal dieses eine Bild jetzt hier ein. Wo die ganzen Schläge, links stehen die ganzen Schläge mit der Tonnenzahl, die wir pro Schlag geerntet haben. Und rechts eine Spalte weiter, das ist, sind die reinen Rübentonnenprojekte, also die Doppelzentner oder beziehungsweise Tonnen ganz unten. Ist dann wieder Schnitt jetzt bei 87,2. Hatten wir hier nachher noch nie geerntet. Zucker. Die letzten beiden Schläge, die abgeliefert wurden, waren wieder ein bisschen an der Bahn. Waren noch gut über 16. Ich hätte schon gedacht, weil ich von Menschen gehört habe, der Zucker tatsächlich bei 14 oder sowas war. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und
Ganz rechts die Zeile ist Tonnen pro Hektar Zucker. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? 240, 44 Tonnen Überrüben, also zu viel geliefert. Ja, so sieht das aus. So ist der Stand. Dass ihr da auch nochmal Bescheid wisst. Nee, wie gesagt, das war letzte Woche. Die Fliese liegen da immer noch. Die werden sie wahrscheinlich jetzt abtrocknen lassen da, wenn es mal trocknet. Und dann werden sie die auch aufrollen. Ja, so ist das. Ansonsten gibt es eigentlich, doch, es gibt was Neues bei meinem Trecker, beim Fünfer, beim Fendt. Moment, ich packe mal mein Telefon wieder weg, bevor das hier im Matsch fällt. Ja, habe ich nämlich entdeckt, beim letzten Mal grober, habe den Trecker in die Scheune gefahren und da ist mir aufgefallen, dass da drunter auf einmal zwei Flecken waren. So, und dann habe ich natürlich nochmal geguckt und irgendwo vorne am Kühler, unten, also Fahrtrichtung rechts, der Schlauch vom Kühler, da muss irgendwas undicht sein, da läuft es raus. Und da sind auch diese scheiß, wie heißen die nochmal hier, wo sie die Schläuche mit festmachen. Ich komme nicht drauf, ihr wisst, was ich meine. Wenn man die natürlich dann ein weit zu weit macht vielleicht, dass die dann überknupsen, Schellen heißen sie. Übrigens, da habe ich Angst, dann machst du den kaputt. Keine Ahnung, ich will jetzt mal morgen mal bei der Werkstatt anrufen, vielleicht fahre ich mal kurz vorbei. Dann sollen die mal gucken. Meistens haben sie ja sowas nicht da, Schläuche und sowas. Außer es geht oft kaputt. Aber dann sagen sie einem erstmal, das geht gar nicht oft kaputt. Und dann haben sie trotzdem 10 auf Lager liegen. Komisch. Naja, und dann mitten drunter ist eine Stickstoffblase. Da komme ich aber selbst nicht dran. Keine Ahnung, wie die da rumfummeln. Ob die alle kleine Hände haben. Da muss irgendwas locker sein, weil da tropft das Öl irgendwie nicht viel. Wenn der Trecker steht, vielleicht 2 Tropfen. Aber das ist ja auch scheiße. Ich habe da so in meinen inneren Monk, der sagt, das geht so nicht. Und darum muss das nochmal gemacht werden. Das werde ich wahrscheinlich entweder diese Woche oder nächste Woche. Es ist kein Frost in Aussicht. Das heißt, es passiert hier erstmal nichts. Auf dem Acker, denke ich. Ja, wir wollen ja am Sonntag, der jetzt kommt, wollen wir meine Reinigung mal ausprobieren. Und dann schauen wir mal, was die bringt. Ich werde natürlich auf jeden Fall ein Video von machen. Und ja, sonst gibt es erstmal hier nichts zu erzählen. Alles klar, bis dann. Ciao. Moin Leute, Donnerstag, 1. Februar. Wir sind hier beim lieben Julian und widmen uns jetzt mal der Reinigung, die ich jetzt hierher gebracht habe, weil das hier alles etwas einfacher ist zu reinigen. Ja, heute Morgen waren wir bei der Firma Jacobs Maschinenbau oder Maschinenbau Jacobs. Grüße gehen raus. Da haben wir geholt. Siebe nochmal, das sind hier die Obersiebe, die reinkommen und die Untersiebe hier und vorne das Gitter für Feinsämereien, zum, ja, um die restlichen Kafter noch rauszukriegen, was vorne noch drin ist. Und was auch ganz wichtig ist, die Bürsten, die unter den Untersieben laufen. Ja, und da sind wir jetzt drauf und dran, gerade die Bürsten zu tauschen. Wir sitzen jetzt hier drunter, weil ihr seht es wieder flackern wahrscheinlich jetzt wegen der LED. Aber das habe ich gleich. Auf jeden Fall schrauben wir jetzt hier gerade die Löcher hier, die Schrauben alle raus. Und dann kommen erstmal hier die neuen Bürsten rein. Ich melde mich gleich wieder. So Leute, wir haben jetzt hier die Bürsten eingebaut. Ich zeige es euch mal. Hier hinten, das sind die neuen. Ungefähr, ich hätte jetzt gesagt, Zentimeter länger als die alten auf jeden Fall. Haben auch gleich mal ein neues Sieb reingelegt, um zu gucken, wie doll die Bürsten gegendrücken. Und die sind jetzt schon ordentlich stabil darunter. Ob das so richtig ist, da werde ich nochmal nachfragen, ob die so dicht darunter sollen oder nicht. Ja, und dann haben wir ja hier die alten Siebe noch. Die zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. So wie das hier. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht. So, und da ist das Problem, die sind... Okay, jetzt ist Licht aus. Moment, Handy. Jetzt hier von zwei Seiten. So, wenn man jetzt von der Seite guckt, Julian von der Seite einmal oder ich, da sieht man schon, dass da richtige Dellen drin sind. Und ja, das Problem ist dann einfach, dass die Bürsten wahrscheinlich sich wieder so abnutzen wie die alten. Und wir das Problem haben, ich kann ja mal gucken, ob hier noch eine alte liegt. Ja, hier liegen noch alte. Hier sieht man sehr gut. Wenn man jetzt guckt, wie die sich abgenutzt haben, also diese Wellenform, habe ich natürlich jetzt keine Lust, dass wir neuen Bürsten gleich hier so runter wirtschaften. Also haben wir ja schon ein paar Siebe gekauft, neue.
Und wir werden jetzt nochmal drei Siebe nochmal nachbestellen, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Bei den Obersieben spielt das alles gar keine Rolle. Da haben wir schon ein altes Sieb von einer anderen Siebanlage. Das ist das, was hier oben drauf liegt. Das war zu breit, das haben wir abgeschnitten an der Seite und auf die Größe hier angepasst. Das ist zwar auf der anderen Seite, wie man sieht, da sind jetzt hier Löcher an der Kantung, die jetzt hier nicht sind. Aber das spielt ja keine Rolle. Die können da ruhig durchfallen, die Erbsen bei dem Sieb jetzt. Die fallen dann aufs Untersieb und dann ist alles gut. Also die Obersiebe können wir nutzen, das ist kein Problem. Bei den Untersieben, ja, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir da jetzt nochmal neue kaufen, weil jetzt fangen wir damit einmal richtig an und dann soll das auch alles anständig sein. Was wir noch bekommen haben heute, wir waren schon einmal hin, habe ich ja vorhin schon erzählt, sind die ganzen Keilriemen für die Maschine. Haben sie auch alle tatsächlich da gehabt. Ein feines Gitter vorne von dem Sortierer, der zum Schluss kommt, nochmal mit Wind für Feinsämereien. Und dann hier noch die Obersiebe, die wir noch nicht hatten. Einmal für Raps hier, das 275er. Dann einmal hier das, was ist denn das, 9er Sieb. 9er war für Sonnenblumen, ne Julian? Ja. Ja, für Sonnenblumen. Und dann hier hinter nochmal ein ganz kleines 2 mm für Leinengitter. Ja. Und dann haben wir hier noch ein paar große Siebe mitbestellt. Und das war das Untersieb von den Sonnenblumen. Und das hier ist das Untersieb, das ist noch viel kleiner. Das hat ja, was steht da jetzt drauf? 0,6 mm für den Leindotter dann. Ja, und wie gesagt, das Weizensieb, was drin war, was wir wahrscheinlich am meisten brauchen werden, ja, das ist ziemlich krumm und das wird die Bürsten kaputt machen. Deswegen bestellen wir das nochmal neu und dann gleich für Erbsen und Ackerbohne noch eins. Und dann haben wir erstmal genug. Ja, so ist der Stand. Morgen geht's weiter. Alles klar, bis denn. Ciao. Moin Leute, heute ist Samstag, der, ja, ich habe kein Datum, 3. Februar. Wir sind mit dem Trecker auf dem Weg, mit dem Anhänger, mit meinen Big Bags Raps für meine Ölproduktion. Auf dem Weg zu Julian jetzt und dann machen wir mal Feuertaufe mit der Reinigung und gucken, was tatsächlich da bei hinten rauskommt. Ob das alles so funktioniert, ob das alles dicht ist, ob wir es richtig eingestellt kriegen. Ihr seid mit dabei. Alles klar, bis gleich. So Leute, selber Tag. Wir sind jetzt bei Julian angekommen, haben das alles aufgebaut. Wir mussten ein bisschen warten wegen dem Wetter, weil das ein bisschen, ja, schlecht ist. So, und jetzt läuft das alles. Hier vorne kommt der Raps rein in den Trichter. So, wird durch den Luftstrom hier hochgesaugt, fällt hier oben wieder raus, auf Sieb, auf Obersieb und dann auf die Abschneidung. Und das, was durch das Obersieb durchgeht, fällt auf Untersieb. Das gucken wir uns auf der anderen Seite nochmal an. Das ist das Untersieb. Geht das gute Zeug hier weiter durch den Luftabscheider hier. Kann man mal aufschieben. Da wird nochmal der Rest raussortiert in den Trieur. So, aber da wir ja alle Körner haben wollen, nehmen wir auch den Abfall, der unten rauskommt und der hier oben rauskommt. Das ist ja super sauber, das hier. Ja, so sieht das aus. Ne? Hier vorne sammeln wir den ganzen Krams ein, der ja noch an der Seite rausfliegt. Das ist das, was der Windabscheider hier raussaugt. Das ist vom Obersieb, das ist vom Untersieb. Ja, und so hauen wir jetzt hier mal zwei Big Bags mal kurz durch. Alles klar, bis dann. Wir haben es geschafft. Der Anhänger ist wieder beladen mit den Big Bags. Machen wir jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ja, hat tatsächlich super gut funktioniert. Hätte ich niemals gedacht, dass es so gut geht. Ja, so ist der Stand. Übernächste Woche irgendwie da werden wir wahrscheinlich Weizen reinigen. Wenn das dann nochmal probieren, da wird die sogar noch besser laufen, denke ich, als bei Raps.
Aber der Raps ist super sauber geworden und ja, ihr wisst ja, ich habe das ja sonst alles mit der Hand gereinigt und das geht natürlich so jetzt um einiges besser. Ja, wie gesagt, die 2,5 Big Bags sind da jetzt fertig, sind auf dem Wagen, haben jetzt nochmal den ganzen Hof, also da den Hof gefegt, wo die Reinigung stand, weil die Abluft, die saugt ja sozusagen auf ein paar Strohreste und Kaff und sowas an und das verteilt sich gerade noch auf dem Hof und da müssen wir jetzt noch so eine kleine Lösung finden, wo das dann reingepustet wird mit dem Rohr. Und ja, dann läuft das Ding auch einwandfrei, oder es läuft ja sowieso einwandfrei, aber dann ist die ganze Idee dahinter auch fertig gedacht, sage ich jetzt einfach mal, dass es auch läuft. Also dass das Zeug nicht überall hinfliegt und ja, weil wie gesagt, jetzt waren es nur 2,5 Big Bags, wenn wir da jetzt 6 Tonnen Weizen durchjagen, dann wird da natürlich ein bisschen mehr Kaff und sowas anfallen. Ja, so sieht's aus, Leute. Heute ist schon Samstag wieder, der Vlog ist jetzt vorbei, ihr wisst Bescheid. Kanal abonnieren, liken, Daumen hoch, kommentieren auf jeden Fall, teilt mit euren Freunden den Kanal, dass wir mal ein paar mehr Follower kriegen und ja, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Vielleicht ist dann da schon das Weizenreinigen mit drauf, ich weiß es nicht. Auf dem Acker geht sowieso nichts, eben ist alles nass. Ja, so ist der Stand. Alles klar, bis dahin, haut rein, ciao.